So, da bin ich wieder und es geht auch gleich weiter. Ich muss nur kurz gucken, wie es hier aussieht. Das sind die Meldungen. Hä, wo kommen die denn her? ja. Wurde repariert, die Bremse haben versagt. Ja, ich brauche mehr Mechaniker, okay. Bisschen leise. So, Mechaniker. Wollen wir doch mal Mechaniker einstellen. Ja, das waren die Besucher. Hier oben waren die Mechaniker. Mechaniker einstellen. Mechaniker einstellen. Und noch einen. Den bräuchten wir eventuell noch einen. Zwei Reinigungskräfte. Sicherheitskraft, eine. Entertainer brauchen wir, denke ich mal, nicht. So. Wie weit waren wir? Ach, wo war denn unsere Ziele? Da, hier. Okay. Mindestverkehrswert 60.000. Ja, 60.000. Wobei ich jetzt nicht weiß, was das bedeuten soll. Ah. Okay. Da habe ich wohl nie drauf geachtet. So, wir haben 500. Ja, Besucher gehen, Besucher gehen. Ich könnte ja jetzt den Weg hier weg machen. Habe ich früher mal gemacht, wenn ich die Besucheranzahl erreicht habe, die ich brauchte, habe ich den Weg weg gemacht, konnte sie nicht mehr raus. Ja, auch nicht mehr rein. So, was bauen wir denn mal? Ich will was bauen. Irgendwas will ich hinstellen. Wie kam der Zipper hier an? Wohl nicht so gut. Was mit dem? Nix. Verrücktes Golf. Aber kostet so viel, habe ich kaum noch was. Neue Attraktion, Sessellift. Müsste hier sein, Sessellift. Ah, nee, will ich jetzt nicht, brauche ich nicht. 100 Gramm Burger. Ja, wie viel hat der denn schon verdient? Wow, ganz schön viel. Lol. Standardburger. Stand in dieser Art, hä, wie soll ich die synchronisieren? Essensstände, mehr Essensstände. Hä, ach, einen Eisstand kann ich auch nochmal machen. Ja, wo kommt der denn hin? Hier. Den machen wir mal auf. So. Den machen wir noch einen Burger. Hierhin. Kommt auch auf. Wie viel hat denn der hier vorne schon eingenommen? Ich will's wissen. 180 und der 9 Dollar. Euro. Ah, warum bin ich immer noch auf Dollar? Ich hab's auch auf Euro umgestellt. Kann ich dem Park eigentlich auch Musik geben? Nee. Ich kann den Attraktionen Musik geben. Ich kenne die Musik zwar nicht, aber. Das ist mir so doof. Musik aus. Na, wo ich hier mehr Betrieb gemacht habe. Drei Wagen. Na, stehen nicht mehr so viele an. Aber er scheint wohl noch beliebt zu sein. Wie viel? Oh, 336 Euro verdient mit Gedanken. Compact Inverted Coaster, der erste von Phil. Ja,
Die benenne ich mal um. Ah, scheiß Husten, sonst was. Okay, lasse ich so einfach. Ist auch egal. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst bauen kann. Oh, ich habe nur noch so wenig Geld. Das ist, weil die meine Mitarbeiter wahrscheinlich so viel Lohn kriegen. Kann ich den Lohn anpassen? Lohn, oh, so viel. Den Lohn kann ich nicht anfassen. Meine Arbeit ist abwechslungsreich. Juhu. Ja. Sagt die Reinigungskraft. Mal gucken, was die hier für. Wie groß ist denn das? So groß? Wo soll ich das denn hinstellen? Ach, ich kann es ja höher machen. So wird es gehen. Wo ist denn hier der Eingang? Da oben! Ja, Nee, komm ich nicht ran. Das heißt, ich muss es. Kann ich es hier irgendwo zwischenquetschen? Ah! So könnte man es machen. Na, ich habe nicht genug Geld. Was sollen die Scheiße? Oh, so viel, fast 3000. Ja, da habe ich natürlich nicht. Gibt's ja auch was Billigeres? Oh, nö. Wohl nicht. Was mache ich denn jetzt? Ah, baue ich wohl doch irgendwie Verrücktes. Kann ich mir auch nicht leisten. Alter. Da kann's doch nicht sein heute hier. Ich hab zu wenig Geld. Spulen wir mal vor. Und es wird dunkel und wieder hell. Glaube, ich habe einfach zu viele Ausgaben. Doppelte Überschwings bla 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 Bahn. Hier nicht. Hier. Kann ich mir das leisten? Kann ich mir das leisten? Ich kann es mir leisten! Ja! Wo kommt denn das hin? Stellen wir es in die Ecke. Ja, Notabschaltung. So. Normaler Parkbetrieb. Und noch ein Wägelchen dazu. Ich will mal eben sehen, was die genau macht. Cool, ich hab's erreicht, aber wie? Hey, ich hab Geld bekommen. Ja. Hey, cool, das schockt. Ich will mal mitfahren, ich will mal mitfahren. Uah, Verarsche. Ja. Okay, machen wir auf. Wie viel kostet die? 2 €. Okay, gut. Ich hab Geld, ich hab Geld. Wo ein Wunder, ich hab Geld. Ich kann mir jetzt Sachen leisten. Besuch am Park minus 600 Euro. Bin ich fast? Wegtyp, Makadam. Verkehrswert. Gucken wir mal.
Ah, da ist der verkehrt. Ach so. Okay, Philipp hat kapiert. Weird, gehen tatsächlich Leute rein. Ich muss jetzt mal meine ganzen neuen schönen Sachen ausglupschen, die ich denn hier zur Verfügung habe. Verrücktes Golf. Monster Truck, ja, toll. Versuchen wir das mal. Jetzt aber. So rum war das. Irgendwo hier ging es. Irgendwo. Irgendwo hier ging das. Ah. So, so war das. Wie krieg ich's jetzt höher geschoben? Eigentlich auf Shift. Hä? Ja, was erfordern die immer Notabschaltung? Alter, ich will. Eben ging's doch. Ey, komm schon. Wollen Sie die Feststellfunktion aktivieren? Oh, halt doch die Fresse. Scheiß Windows. Mann! Setz den da jetzt hin! Das kann's doch nicht sein. Das kann's doch ehrlich jetzt nicht sein. Rot? Warum ist es da rot? Und da. Mysteriös, mysteriös. Ach so, weil es da marangiert, okay. Irgendwo war es hier. Irgendwo war es hier. Blau. Eben war es doch blau, eben war es blau, eben war es blau, oder? Habe ich mich geirrt? Mann, Spiel. Gib mir doch auch mal eine Chance. Schneidet sich mit anderen Projekten oder Objekten. Ja, denn höher machen die ganze Kacke hier. Ja, hier passt jetzt nicht mehr hin. Ich will es aber nicht hier hinstellen. Hier soll was anderes sein. Ach, dann lassen wir das erstmal ganz und gucken, wie sich der hier entwickelt. Gedanken. Okay, scheinen den zu mögen. Schirme, neuer Trick. Oh, fast 60 Euro. Was sind denn Schirme? Schirme, ja, Schirme. Was will das? Ich hab's gerade denkt darüber nach aufzuhören. Am Arsch. So, hier gar nicht. So. Das kann er sich abschminken. Was sind Schirme? Stände, Ballons. Ich kann Ballons verkaufen. Cool. Ich kann Ballons verkaufen. Kann man die auch designen? Ballon. Wie teuer ist denn das? 90 Cent einer. Okay. Wollen wir hier vorne auch nochmal Ballons verkaufen? Was können wir denn hier noch? Erste Hilfe, Geldautomat. Geldautomat. Ah. So. Ich musste einen Geldautomat eröffnen. Ja. Information.
So, kommt nur da vorne hin. Habe ich jetzt keinen Bock, überall zu platzieren. Aha, Schirme. Aber das ist doch keine Attraktion, du Hammel. Beste Zuverlässigkeit, cool. So. Haben schon welche Ballons? Hat er schon was verkauft? Nö. Eben nicht. Gedenken darüber? Nix. Hat der Schirmmann schon was verkauft? Nein. Der auch nicht, der auch nicht. Okay, das dauert sicherlich noch ein bisschen. Ich kann ja mal eine Kampagne starten. Werbekampagne für den Park. Publikation auswählen. Nationale Zeitung. Gesamtkosten. Dauer eine Woche. Okay. Ah, Ballons. Sie haben Ballons. Cool. Ja. Hat er hier hinten auch schon was verkauft? 60 Cent. Verkauft er die nicht für 90? Farsche? Lol. Verkauf für 90, hat aber 60 Cent Gewinn. Ja, ich hätte gern einen halben Ballon. Aber was kann ich denn noch? Getränke. Wollen die irgendwie wohl gar nicht? Eis. Erste Hilfe. Nö. Toiletten. Auch ganz wichtig. Wo ist denn hier der Eingang? Scheint wohl Pups egal zu sein. Kaffee. Was kommen jetzt für doofe Attraktionen? Mal ehrlich, Stände. Toiletten. Okay, kommt hier ein Kaffeestand hin. Auch noch auf. Regnet es eigentlich auch mal? Also in Rollercoaster Tycoon 1 hat es geregnet und liefen alle mit rot-weißen Schirmen rum. Alles rot-weiß. Wie viel hat der schon eingenommen? Ah, geht. Was ist nun hiermit los? Notabschaltung. Ach, der muss wohl repariert werden oder so. Oh, hier haben sie aber alles voll gekotzt. Wo ist denn eine liebe Arbeitskraft? Ah, der ist wieder frei. Kann ich den auch nehmen? Aufgaben. Der soll aber hinten mal sauber machen. Wo kann man die denn nehmen? Ach so, hier nehmen und du machst damals schön sauber. Als Mechaniker, sagt er doch. Ach, bin ich dämlich. Reinigungskraft. Wer damit? Kommst jetzt mal mit. Da. Da wird sauber gemacht. Mach die Kotze weg. Ich will das sehen. Ja, hier voll daneben, halt. Ja. Uri Geller. Sehr realistisch. Ih, selbst das Kotze. Und der Part ist gleich wieder vorbei. Ihr müsst auch Kotze sein, oder? Nö. Wie
Vier Personen nur, oh, heftig. So, der Part ist vorbei und geh auf Pause so. Bitte kommentiert und bewertet das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.